wenn du dir mehr Zeit kaufen könntest, würdest du es tun? Ich würde keinen Cent ausgeben für mehr Zeit, weil ich finde extrem wichtig, dass das Leben begrenzt ist. Meine Lebensuhr, die zählt die verbleibenden Sekunden meines Lebens ab. Immer wenn ich ihr begegne, mache ich mir bewusst, hoppla, Zeit verrinnt, mach was draus. Grundlegend kann man sagen, dass freie Zeit nicht per se glücklich macht, sondern dass es vor allem die Nutzung dieser freien Zeit ist, die den Unterschied macht. Das bedeutet, dass ich die Kürze des Lebens durch die Intensität ausgleiche, die ich in alles investiere, was ich tue. Und es zeigt sich tatsächlich, dass die Menschen, die so gelebt hatten, als hätten sie nur noch einen Monat in dieser Stadt, zufriedener waren. Schenk du mir deine Lebenszeit. Schau meine neue Serie Unhappy. Jetzt in der Arte-Mediathek und auf YouTube.